You don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. What do you want? How about we start with a light? Well, you got a name, miss? Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her type down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. But you'd do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. Ja, Freunde, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Bioshock Infinite Burial at Sea Episode 1. Erneut. Denn ich hatte euch ja schon bereits einmal einen kleinen Einblick in dieses Spiel gegeben, und zwar in einem einstündigen Let's Show. Doch dieses Mal will ich das komplette Spiel hier für euch Let's Playen. Vor allem ja deshalb, weil ja demnächst ja auch Episode 2 herauskommen soll. Ich dieses natürlich auch Let's Playen möchte, und da ihr ja hier den kompletten Inhalt dieser Geschichte auch verstehen sollt, möchte ich euch ja die gesamte Geschichte von Anfang bis Ende zeigen. Wir sind Booker DeWitt. Wir nehmen einen ziemlich kuriosen Auftrag von einer wunderschönen jungen Dame namens Elizabeth an. Wir sollen ein Mädchen für sie finden, die kleine Sally, und sie scheint ja Booker ja bekannt zu sein. Ja, aber jetzt wollen wir natürlich herausfinden, was es damit genaueres auf sich hat. Also gehen wir mal hier raus. Seems my instincts were correct. Where's Sally? I don't know, but I know someone who does. Follow me. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen in Rapture 1958. Dieses Jahr neigt sich allerdings langsam schon dem Ende zu, und was ja danach kommt, ja, das weiß ja wahrscheinlich ja jeder, der Bioshock 1 und 2 kennt. Aber noch sieht hier ja alles ziemlich friedlich aus, nichts ist kaputt, nichts ist überschwemmt, und die Leute hier scheinen noch alle einigermaßen bei Verstand zu sein. Ja, ist das nicht wunderbar? Ja, gut, wir müssen weitergehen, wir haben unseren Auftrag. Something tells me a man with your particular talents could be useful. Ja, interessant. Ja, gut, ich will hier natürlich keine Zeit verlieren. Also das meiste kennt ihr ja schon bereits aus meinem Let's Show. Deswegen werde ich eigentlich ja ein bisschen darauf verzichten, die ganzen Geheimnisse zu suchen und mich deswegen direkt mal auf den Weg zur Haupthandlung machen. Unser Ziel ist ja ein wenig weiter weg von hier, und ja, erstmal hier, was sind denn das denn für welche? What are they? Where have you been? Cabin in Arcadia? Little sisters. Atom factories. It's grotesque. Ja, was du nicht sagst, ziemlich bizarr. Green means go. This is the rule all little girls know. Ja. So sieht es aus. Ja, wirklich bizarr, wie Elizabeth sagte. Ja, aber erst recht, warum zum Geier haben sie hier weiß geschminkte Gesichter? Ich meine, was für einen Sinn hat das? Egal, wir gehen weiter. Ist das, warum wir zum Rapture kamen? Ich könnte kompromissieren und rid of. Wir sind nur Männer und Frauen, Alan. Du hältst dich zu diesem Standard, du wirst nie glücklich sein. In what country is there a place for men like me? Men who refuse to say yes to the doubters and the parasites. Yes, yes, but even Andrew Ryan takes a vacation. Ja, so sieht es aus. Andrew Ryan, er ist ja hier der Obermacker von Rapture. Er hat diese gesamte Stadt ja hier gegründet und aufgebaut und allen eine Zuflucht geboten, die sich nicht den Regeln oder Religionen beugen wollten. Ja. Hier kann man eigentlich ja praktisch sich nach Lust und Leben austoben, also seinen Wünschen folgen, also seinen Träumen nachjagen, die er verwirklichen möchte.
Zumindest ist das ja der ursprüngliche Sinn gewesen. Ja, das sollte man ja anfangs ja mal denken. Ja, hier seht ihr ja die Big Daddies da hinten, die ja hier ständig ja durch die Gegend ja schwimmen, wenn man das mal so sagen darf. Also sie sind ja permanent hier momentan noch unter Wasser und halten die Stadt in Stand. Ja. Egal, was die auch immer zu sagen haben, das ignoriere ich ja jetzt. Wie gesagt, das kennt ihr ja alles ja das meiste schon aus meinem Let's Show. Deswegen will ich ja auch wirklich keine Zeit verlieren und schnell die Haupthandlung hier fortführen. Höchstens jetzt, denke ich mal, nochmal die Tonbänder vielleicht mal suchen, die ja noch versteckt sind. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, I thought it was a place where people understood to mind their own business. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. DeWitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. Tja. Meine einzige Information zu der Kleinen war ja eigentlich, dass sie ja angeblich tot sein soll. Where are you taking me? When's the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken, down at Surprise. You were playing the tables and... She disappeared. And? Cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Mr. DeWitt, you all right? I'm fine. Just get these spells sometimes. It'll pass. Refreshment, sir? Madam? We're fine, thanks. Whoa! Das ist cool. Sowas will ich auch können. Ja, aber zu dem Schwindelanfall eben. Tja. Ich denke mal, das wird nicht nur einfach dabei belassen lassen. Ja, so ein Schwindelanfall hat eigentlich ja so eine ziemlich schlimme Folgen. Besonders wenn man Booker DeWitt heißt. Ja, alles klar. Wo muss ich jetzt eigentlich überhaupt hin? Ich denke mal, das war ja irgendwo hier unten. War das doch hier, wo ich hin muss? So, hier ist wieder ein Fahrstuhl. Kann ich wieder runterfahren? Könnte ich, aber muss ich nicht unbedingt. Nee, nee, wie gesagt, ich will keine Zeit verlieren. Ja, guten Tag, Mann. Herr Schmidt. Ja. Man merkt eigentlich ja schon, hier sind sogar Leute aus vielen verschiedenen Ländern dabei. Also hier nicht nur Amerikaner oder Russen, auch Deutsche sind dabei. Und hin und wieder auch mal Chinesen, so habe ich auch sogar, mindestens einen, der ist ja hier. Also hier ist wirklich praktisch alles vertreten, also eine ziemlich nette Gemeinschaft. Ja, alles klar, wo muss ich eigentlich überhaupt jetzt hin? Wo war das jetzt noch einmal? Ah, genau, hier ist es. Das ist unser Zielort. Mr. DeWitt. Ja, was ist? We'll find my source inside of that club. Cohen? What does that lunatic have to do with Sally? Ja, das werden wir wahrscheinlich noch früh genug erfahren. Cohens Club betreten. Private party. No entry without invitation. We'll see about that. Genau, das werden wir ja gleich mal sehen. Which business do you represent, sir? Business? Yes, which business? DeWitt Investigations. Mr. Cohen does not truck with private detectives. Masks of invitation went to artists and craftsmen alone. I'm with the artist struggle. We're expected... No mask, no entry. Stuffed shirt. These invitation masks he spoke of, they must have gone out to local artisans. Well, I guess we'll have to persuade someone to loan us one. The business of Rapture is business. It says it's sponsored by the artist struggle, the Golden Rule, and Rapture Records. I guess those stores would be as good a place to start as any. Ja, ganz genau. Beschaffe dir eine Maske von einem der Ladenbesitzer, Inhaber vor Ort. Ja gut, da habe ich erstmal hier noch so einen Tipp. Muss ich da jetzt echt rein? Ja, sieht wohl so aus. Ja, hier haben wir unsere Missionsziele. Das Golden Rule, Rapture Records und das Artist Struggle sollen wir durchsuchen nach einer Einladungsmaske.
mit der wir ja in den Club von Cohen rein können. Ja, gut, das ist ja eigentlich keine große Sache, also ich muss ja eigentlich alle drei... Really? You don't strike me as the romantic type. Wasn't that kind of man. Then what? There's a debt that needs repaying. I've known my share of Shylocks. You're no Shylock. Wasn't that kind of debt. Interessant. Ja, es geht also um eine Schuld, die beglichen werden muss. Mal wieder. Ja, gut. Dann werden wir mal der jungen Dame mal helfen. Schauen wir doch erstmal zuerst hier rein. Invitations to Cohen shows are highly coveted. Nobody's gonna just hand us one. You think you can figure out a way to distract the store owner while I take a look around? You just find the mask. Leave the distractions to me. Gute Idee. Ja, schönen guten Tag. Excuse me. The lady has some questions for you. Yes, of course. I'm interested in this piece. Ah, excellent. You've an eye, haven't you, miss? It's a natural sapphire and diamond, 18-carat gold ring, fully hallmarked for Paris, 1887. Really? The center cabochon... Gut, der ist jetzt erstmal abgelenkt. Das heißt, ich kann die Maske finden. Okay, da ist sie. Right out of her coffin in Twilight Field. Did you think we wouldn't notice? Must be somewhere else. The assurances of a grave robber are no interest to me. If you hand the ring back, the matter will remain between you and me. Was ist da los? Come into my shop and talk this trash. I don't think so. Hit the bricks, you tramp, or I'll see to it they hit you. Get your hands off me! Oh yeah, yeah. Verdammte Scheiße. Might be best if we were gone when he wakes up. Any luck? Nothing. Let's find another shop. Ja, alles klar, das machen wir mal. Upstairs at the Artist's Struggle or Rapture Records straight ahead. Ich würde mal sagen, das was am nächsten ist. Ja, übrigens, coole Show-Einlage eben. Tja, da muss man schon mal eines sagen, das Mädel weiß, wie man auf sich selbst aufpasst. Okay. Alles klar, als nächstes Rapture Records, der war ja auch hier in diesem Stockwerk. Wenn wir gleich mal da als nächstes hingehen. Wo war das denn jetzt? Hier vorne? Nein, denke ich nicht, aber was ist das eigentlich für ein Laden? Achso. Interessant. Weinkenner. Ah, verstehe. Ja, ich sehe es ja schon. Ich bin hier Stammkunde, wie es aussieht. Ja. Interessant, aber gut, hier wollen wir ja natürlich nicht rein. Soweit ich mich erinnere, war ja hier noch irgendwo eine Küche oder irgendein Restaurant, wo ich ja eigentlich ja noch einen Tonband finden konnte und das hätte ich eigentlich gerne mal mitgenommen. So, da ist das Artist Struggle. Na gut, wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja gleich ja mal hier rumgucken. Moin, Chef. See that dish I walked in with? Well, you give her the star treatment, pal. That'll make it worth your while. But of course, right away. Interesting, isn't it? The original Sander Cohen. He calls it miasma. I'm sorry, but I know precious little about art. So, wollen wir doch mal kurz gucken, was das hier? Whiskykiste? Nein. Ich denke mal, das lasse ich lieber mal. Es ist echt ein ungünstiger Zeitpunkt, um sich zu besaufen. Okay, wollen wir nochmal schauen. Haben wir hier irgendwas? Eigentlich noch irgendwie Kleinkram. Ich will ja auch ein bisschen was anderes mitnehmen, aber so wie es aussieht, ist hier bloß die Maskenkiste, die leer ist. Only one place left. Okay. Do you see all that in that little picture? Yes, in fact. Now... You've given me so much to think about. I feel a trifle swoony. Would you mind if I return tomorrow for further education? I shall be here at your service. Until tomorrow. Ja, alles klar. Bis morgen. Gut, wir hauen ab. Warte mal, was ist das? Achso, die Statue glänzt nur so komisch. Ich dachte, hier würde Geld liegen. Nothing? No. Got one place left, though. And if that proves to be fruitless? We'll cross that bridge when we get to it. Ganz genau, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, gut, interessant, aber wo ist jetzt diese eine Küche gewesen? Also, oder ich, wie gesagt, oder nee. Ja, Küche, Restaurant, irgendwas war's, ja. Oh, Spielautomaten? Nein, danke. Ausnahmsweise mal werden wir uns nicht unserer Sucht hingeben. So, was ist das hier? Oh, ein Modegeschäft. Naja, hier werde ich
wahrscheinlich keine Maske finden, aber wir können uns ja trotzdem mal umgucken. Ob hier nicht vielleicht irgendwas liegt, das wir noch mitnehmen können. Ja, wie zum Beispiel das hier. So, Audiolog abspielen. Su Chang observed strangest of coincidences. On other side of a window, man in strange hat experimenting on Su Chang's own creation. On plasmid. Man name of Fink. Outrage! Depth of intellectual property! But man name of Fink is no fool. Through addition of oxidizing agent, turns plasmid ingestible through stomach lining. Mr. Ryan very impressed with Su Chang's initiative. Theft of intellectual property. Two-way street. Ja, interessant, was er dazu erzählen hat. Ja, das war Su Chang. Ja, das Blöde ist ja leider ja an diesen Audiotagebüchern, dass ja hier keine Untertitel angezeigt werden, aber das ist eigentlich nicht weiter schlimm. Man kann ja zum Glück hier im Menü hier nochmal rumgucken. Und zwar hier ist ja nämlich nochmal die komplette Übersetzung als Text niedergeschrieben. Ja, hier haben wir es ja. Su Chang Beobachtung Nummer 33. Ich habe einen äußerst merkwürdigen Zufall beobachtet. Auf der anderen Seite eines solchen Fensters experimentiert ein Mann mit einem seltsamen Hut mit meiner eigenen Entwicklung. Mit einem Plasmid. Der Mann heißt Fink. Unverschämtheit. Stiehlt mir mein... Ja, genau, kann ich hier scrollen? Warte mal, wo war ich jetzt? Ja, Unverschämtheit, stiehlt mir mein geistiges Eigentum. Aber dieser Fink ist nicht dumm. Durch Zugabe von Oxidationsmitteln schafft er es, dass das Plasmid den Körper nunmehr über die Verdauung zugeführt werden kann. Mr. Ryan war sehr beeindruckt von meiner Entdeckung. Diebstahl geistigen Eigentums funktioniert auch andersherum. Interessant. Wie gesagt, man kann ja eigentlich ja die ganze Übersetzung von den Audio-Tagebüchern immer im Menü hier lesen. Gut, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Hier ist ja jetzt hier wieder der Typ. Unsere letzte Chance, eine Maske zu bekommen. Hey pal, you wanna help out the little lady? Yes, of course. What is this piece? It's by Trine, but of course... covered by Mr. Reinhardt. Oh, it's lovely. Isn't it lovely? Oh. Yes. Oh, music does something to me. Especially something in this game. Yes. It's almost primal, isn't it? Part of us that exists. Okay, dann wollen wir mal schauen. Ja, wir werden sie gleich finden. Keine Angst, Booker. Wir finden die Maske noch. So, hier sollte ich mal ein bisschen aufpassen, also auf keinen Fall jetzt lieber... Ich werde hier lieber nichts Aufmerksamkeit Erregendes machen. Okay, ah, hier ist ja was. Maskenkiste öffnen. Na, endlich. So, wir haben sie also. Unsere Maske. Gut, dann können wir jetzt zu Cohns Club zurück, aber erstmal müssen wir Elizabeth natürlich abholen. Located the mask. Third time's a charm. All right, it's best we head back to Cohen's. Ja, das machen wir dann mal. Okay, ich denke mal auf dem schnellen Weg. Diese Kantine oder was auch immer das war, das werde ich jetzt, denke ich mal, nicht suchen. Oh ja. He was a man comfortable in a variety of roles. Ja, interessant. Ja, sie hat ja gerade von ihrem Vater gesprochen. Und wer das ja war, das müssten ja eigentlich ja alle inzwischen wissen, die ja sogar mein Haupt-Let's Play mal verfolgt haben. Yeah, gut. So, what kind of field you in? Field? Yeah, you know, occupation. Can't imagine what kind of employment would lead you to tag along on a job like this. I suppose you could say I work in debt collection. Schuldeneintreiberin, hä? Huh? Den Eindruck machst du auf den ersten Blick aber nicht, Kleiner. Naja. Aber wie sie ja schon bereits erwähnte, es geht nicht um eine gewöhnliche Schuld, also sprich, oder Geld oder so oder dergleichen, sondern um etwas viel Persönlicheres. Ja, gut. Genau. Keine Sorge,
Wenn es sein muss, dann schieße ich den Laden hier einfach auf. Aber ich denke mal, das dürfte jetzt kein Problem sein, jetzt hier ohne weiteres reinzukommen. So, dann machen wir das Ding mal auf. Also setzen wir die Maske mal auf und dann öffnen wir mal die Tür hier. Ah, very well. Mr. Cohen awaits your participation at his performance. So, unser Auftrag, sprich mit Sander Cohen. So, who is this fellow Cohen? Some sort of underworld figure? Worse. He's an artist. An artist who kidnaps children. Cohen's muse is a bit more diverse. I've seen this type. Gets an idea in his head, end a conversation. Don't matter who gets hurt. Oh Gott, ja. So sieht das nun mal aus. Cohen war echt hier ausnahmslos der Erste, der einen Dachschaden in Rapture erlitten hat. Es ist so dunkel. Diese ganzen Lichter. Boah. Das ist ganz schön grell. Ja. Und da hören wir auch diesen Irren schon. Der jetzt eigentlich mal wieder voll in seiner Inspiration gefangen ist. Oh, und hier, Häschen. Süßes Hoppelhäschen, wo ist es da? Da ist es ja. Oh Mann, ist das knuffig. Oh. Verdammt, ich kann von hier aus überhaupt kaum was erkennen. Open yourselves to the music, to the spirit of the eternal. Okay, wieso steht hier alle hier oben? Hier sieht man doch nichts. Verdammt! There shall be no failure on my canvas. Ach du heiliger Mann, wenn es um Kunst geht, kennt dieser Mann echt keine Kompromisse. Ich dachte, naja gut, es heißt zwar, für die Kunst soll man leiden, aber das gilt eigentlich normalerweise für den Künstler und nicht für das Modell. Na gut, egal. Wir haben ein paar Fragen an den Typen, also... Who are you? Name's du. This one's a real biscuit. Isn't he a biscuit, lady? Need to ask a few questions. Questions? Yes. Yes. It is the work of man to ask. It is the work of the artist to answer. You've seen this girl, haven't you? We artists see more than most. You are more than you claim to be, little soul. Are you not? Watch this one, DeWitt. She'll take you where you don't want to go. But I know the child in that photo is important to you. So many children flit away. I know where the girl is. And I will send you to her. In exchange, all I ask is a dance. What? I see something in you too. Art strips away artifice. Show me who you are, and I will show you where you need to go. Cohen, son of a bitch. Mr. DeWitt. What? Dance with me. Come, ein Tanz also? Dance. Na schön. Was soll denn da schon schief gehen? Feel the music, feel the music. I shudder to think what greater price he might care to extract. Fitzpatrick! Beauty and pain. They can be no more separated than birth and blood. What do you think Cohen's customers do with the children? Do they? Sometimes. But those types lack the capital of people like Ryan and Sucho. That's a blessing. You saw those little sisters? You so sure? But if Sucho had Sally, I'd know it. How? As I tied him to a chair and asked him. So? For 15 hours.
I don't know what to make of you, Mr. DeWitt. Listen, we're not gonna keep... Fitzpatrick! I see suffering in you. I know how to shine the light on your pain. A moth will become a butterfly. Oh Mann, sowas nenne ich echt ein schockierendes Erlebnis. Saying your daughter's name, Sally. She's not my daughter. I thought... Hey, then beauty! To an artist, they are parent and child. Cohen? I'm sending you to find your young one. No need to thank me. I'm not so sure you'll like what you find. Tja, bin ich ja mal gespannt, was wir finden werden. Look. Fontaines. Ryan sent the whole thing to the bottom. But it's a prison now. Why would Cohen have sent Sally there? I don't know. Everyone has needs. I merely provide a service for those who have the means to pay. You'll find your little bird in the housewares department. How many people do you suppose Ryan's got locked up in that place? Enough. Fontaine had amassed something near an army. Now they're down there, spliced up and wild. All right, there's a dock up ahead. It takes a cold son of a bitch to do that to a living person. What's that? Barry, let's see. You read your residency contract with Ryan Industries? In perpetuity, we're all buried at sea. So, und da wären wir also. Fontaine Station. Don't get too comfortable. Keep your eyes open. Seem to be some supplies this way, Mr. DeWitt. It's Booker. What? Just call me Booker. If it's all the same to you, let's leave it at Mr. DeWitt. Ah, oh Mann, schon wieder Schwindelanfall. Ja gut, wie sie möchte. Sie kann uns ja nennen, wie sie will. Und Freunde, ich würde mal sagen, das ist eine gute Gelegenheit, um mal den ersten Part zu beenden. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle mal fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Burial at Sea Episode 1. Bis dann und tschüss!